Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, als Stadtverordnetenvorsteher stehe ich heute hier vor einem Mahnmal in der Grabenstraße hier in Rüsselsheim. Es erinnert an ein Ereignis, das am 26. August 1944 stattgefunden hat. Lynchmorde in Rüsselsheim. 6 junge US-Soldaten wurden als Gefangene getötet. Hier in unserer Stadt. 2 konnten dem versuchten Lynchmord entkommen. Warum erinnern wir an dieses Ereignis? Ich denke, es ist wichtig, dass wir als Stadtgesellschaft, als Lokalpolitiker daran erinnern, nicht weil es eine persönliche Schuld heute noch gibt, sondern weil wir Sorge tragen müssen, dass solche Ereignisse nie mehr in Deutschland, in unserer Stadt hier in Rüsselsheim passieren. Das ist wichtig. Und dieses Ereignis hat schon eine kleine Geschichte. Eine der Überlebenden, Sidney Brown, hat ein großes Werk getan. Vor vielen Jahren als Überlebender, ich glaube, er war schon über 80, ist er über hierher gekommen und hat uns Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimer sozusagen die Hand gereicht zur Versöhnung. Das ist ein großer Akt der Menschlichkeit, der hier stattgefunden hat. Denn wir müssen sagen, dieses Verbrechen, diese Lynchmorde sind unentschuldbar. Aber wir können etwas tun. Was können wir heute tun? Wir müssen daran erinnern, was damals geschehen ist, zu welchen Dingen die Nazi-Diktatur am Ende geführt hat. Wir müssen daran erinnern, dass Demokratie, unsere heutige Gesellschaft, stabil ist, hoffentlich, und bleibt, dass so etwas nie mehr passiert. Was ist der Auftrag, den wir haben? Der Auftrag lautet Aufklärung. Was ist damals passiert? Und was ist wichtig, die Werte des Grundgesetzes allen zu übermitteln? Und das muss in Rüsselsheim schon in den Kitas und den Schulen geschehen, dass wir unseren Kindern schon die Dinge erklären, die wichtig sind, die Werte erklären, die wichtig sind, dass im Elternhaus diese Werte vermittelt werden. Das ist der Auftrag und das sollten wir lernen aus diesen schrecklichen Ereignissen, an die erinnert wird mit diesem Mahnmal hier in der Grabenstraße in Rüsselsheim. Ich freue mich, dass in der Öffentlichkeit das auch wahrgenommen wird. Ich möchte aber heute daran erinnern. Ich denke, das ist Aufgabe auch der Lokalpolitik, dies zu tun. Und freue mich, wenn auch darüber diskutiert wird und wenn die Erinnerung an diese schlimmen Ereignisse wachgehalten werden und die Konsequenzen, die ich angedeutet habe, das Vermitteln von Werten in Rüsselsheim stattfindet. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.